Daraufhin habe ich vor ein paar Jahren dieses Buch publiziert, das Titel lautet Gedichte aus dem Land des Schnees. Und dann in diesem Buch habe ich einige Gedichte gesammelt und auch analysiert. Ich wollte jetzt noch mal kurz zwischenfragen. Vielleicht kann Moli noch mal sagen, auf meine Frage antworten. Wie haben Sie denn die Unruhen dann im Jahre 2008 erlebt? Wurden Sie denn auch wieder angefeindet?在关注西藏的发布骚乱的情况，从这个互联网、报纸、广播，而且我们还通过西藏流亡诗人的诗歌，在我看来，这是一件就是说一个民族冲突继压了50年之后这一次总的爆发，这个爆发既有根深蒂固的这个种族压迫的问题，它也有社会变迁。 经济各方面的问题由道和县引起来的，是我们一直在跟踪和评论这个问题。 Unsere Augen war gar nicht mehr von Tibet wegbewegt. Wir haben durch Internet, durch Radio, durch alle möglichen Medien unsere Informationen über Tibet und diese Unruhe bekommen. Meiner Meinung nach, das ist ein Ausbruch oder ein Ausdruck jahrzehntelanger, 50 Jahre langer Unterdrücken auf die tibetische Nation oder auf tibetisches Volk. Sie kennen ja auch Tserin Böser. Wissen Sie denn, wie es ihr im Moment geht? Und mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hat, um es mal so auszudrücken? Ich habe mit Tibet eine Beziehung. 强红的地图都先后被关闭，其中的一个博客，由于在海外也能打开，曾经一度被黑客攻占，然后在那个博客上面挂了一面红旗。最近，维蛇不断的受到国安的骚扰和威胁，国安对他说，比你做的少的进去，比你做的多的也进去。 Über Löse habe ich auch seit langer Zeit habe ich mit ihr Verbindungen. Ich weiß nur, ihre Situation ist sehr schwierig. Sie hat früher zwei Blogger geöffnet, zwei Diskussionsforen im Internet, wurde alle geschlossen. Und in einem Forum wurde von dem chinesischen Hacker attackiert und eine chinesische nationale Bande darauf aufgerissen. Sie bekommt ständig Besuch von der Staatssicherheit. Diese Leute aus Staatssicherheit hatte sie immer damit bedroht, schauen Sie mal, die weniger als Sie getan haben, setzt. Die mehr setzen bereits, die mehr als Sie getan haben, setzen auch. Und Ihr Mann ist auch nicht so rein für uns. Ihr Mann schreibt auch kritische Artikel über chinesischen Regime, deswegen war die ein bisschen Hintergrund. Darum lebt sie ständig unter solchen Bedrohungen. Umso wichtiger, dass sie sich weiterhin äußert. Kelsa Gjalsen, Sie haben vorher auch schon gesagt, Sie haben Informationen von Frau Böser, vor allem über Ihren Mann, dass er möglicherweise, wenn er ins Ausland ausreist, nicht mehr
nach China zurück darf. Das ist richtig. Ich habe kürzlich erfahren, dass Frau Wörther, der mit einem Chinesen, Han-Chinesen verheiratet und in Peking lebt, dass ihr Mann und sie beide gleichzeitig vor 5 Jahren den Antrag für einen Reiseausweis eingebracht haben. Und ihr Mann hat normalerweise scheint die Prozedur nur etwa 2 Wochen oder einige Wochen zu dauern. Bei ihrem Mann hat es 2 Monate gedauert, dann hat er einen Reisepass bekommen. Aber Frau Wösel hat bis heute keinen Reiseausweis Pass bekommen. Obwohl ihr Mann Wang Lichong sehr, sehr öffentlich bekannt ist, dass er sehr eine kritische Haltung gegenüber der chinesischen Politik in Bezug auf Tibet und gegen Minderheiten öffentlich zum Ausdruck gebracht hat. Und deshalb, man kann sagen, Wösel ist auch ein Kritikerin der Politik der gegenwärtigen chinesischen Regierung, sowie ihr Ehemann Wang Lichong. Aber weil der eine Chinese ist, trotz seiner kritischen Haltung, hat er einen Pass, aber die Tibeterin hat keinen Pass bekommen. Frau Trübe, das Europäische Parlament macht sich ja immer wieder stark für Dissidenten, für die Menschenrechte, für die Minderheiten in China, äußert sich zu Tibet, äußert sich zu Xinjiang, verleiht den Sacharow-Preis an Mutia. Man kommt sich manchmal vor, als wären sie das gute Gewissen der EU. Die Realpolitik sieht aber anders aus. Der Dalai Lama wird entweder nicht empfangen, wird nicht ins Land gelassen. Und seit den Unruhen und speziell seit der Finanzkrise hat man das Gefühl, es wird überhaupt nicht mehr über Tibet diskutiert, außer hier vielleicht. Was kann man denn in der EU überhaupt bewegen? Ich glaube, dass die EU die Aufgabe hat, wirklich deutlich zu machen, egal um welches Land es geht, war das Guantanamo, ist das Zimbabwe oder ist es China, dass die Menschenrechte unteilbar sind. Und das darf man sich nicht abverhandeln lassen, auch nicht, wenn Druck durch die Kommunistische Partei Chinas gemacht wird, was wir ja immer wieder feststellen. Auch als dieses Forum hier vor der offiziellen Eröffnung der Buchmesse war, gab es ja den klassischen Konflikt, dass die KP bestimmen wollte, auch in Deutschland, welche Menschenrechtler hier sprechen dürfen oder nicht. Und ich glaube, dass es ein schwerer politischer Fehler ist, sich solche Art erpressen zu lassen. Das darf man nicht tun. China-Feindschaft zu tun, in dem Sinne, dass man gegen das Land, die Bevölkerung, die Tradition, die Hochkultur ist, alles das ist es nicht, sondern es ist eine harte Auseinandersetzung mit dem Macht- und Kontrollanspruch der kommunistischen Partei. Darum geht es und nicht um ein insgesamtes China-Bashing, was den Kritikern der Regierungspolitik ja immer leicht unterstellt wird. Und ich glaube, der nächste entscheidende Punkt ist, dass man das auch nicht mit kultureller Differenz rechtfertigen oder erledigen kann. Wenn es um Menschenrechte geht und die Unteilbarkeit der Menschenrechte, dann ist das eben nicht eine Frage der kulturellen Differenz, sondern es ist eine Frage der Missachtung der Pressefreiheit und der Bürgerrechte, der grundlegenden Menschenrechte. Und das ist der Kritikpunkt und da müssen wir zu unseren Grundlagen von demokratischen Staaten stehen. Das ist die Aufgabe der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und das ist auch meiner Meinung nach die Aufgabe der europäischen Institutionen, des Parlaments, des Rats und der Kommission, sich an diesem Punkt von der Macht der Chinesen nicht dumm machen zu lassen, sondern die eigenen Werte hochzuhalten. Und das bedeutet, dass man bereit sein muss zu einem gewissen politischen Konflikt und den muss man austragen.